Guten Abend, ich grüße euch. Ich hoffe, man sieht und hört mich zu diesem kleinen Stream am Montag. Montags habe ich ja immer den Stream, wo ich alleine bin, wo ich noch mal ein bisschen zurückschaue auf die vergangene Woche, auf den Gästestream, den ich hatte, aber auch darauf, was sonst so schriftstellerisch bei mir passiert ist. Das habe ich natürlich auch heute wieder vor. Ich schicke schon mal vorweg, damit ich es nicht vergesse, dass an diesem Donnerstag der Stream entfällt, denn es ist ja die Premierenwoche von Dune. Darum sind wir am Donnerstag natürlich alle im Kino. Das ist mir klar. Und aus diesem Grunde wäre ja sowieso keiner dabei, wenn wir jetzt eine Sendung machen würden. Also Donnerstag entfällt die Sendung. Für den Donnerstag danach habe ich ganz frisch organisiert, dass mich Guido M. Breuer besuchen wird. Da reden wir über Krimis. Und Guido M. Breuer und ich haben, das kann ich schon mal sagen, eine bewegte gemeinsame Vergangenheit. Das wird sicherlich auch Thema werden. Am Donnerstag in einer Woche, also am 23., wenn ich jetzt hier richtig auf den Kalender geschaut habe. Heute aber geht es wie gewohnt erstmal nur darum, was so bei mir passiert ist. Ich blicke noch mal so ein bisschen zurück auf den Stream mit dem Boris Koch, den wir ja hatten, der etwas ungewöhnlich war, unser Duell zwischen der Name der Rose, was er vertreten hat, und der Wüstenplanet, was ich vertreten habe. Boris Koch hat viele seiner Bücher vorgestellt. Was er nicht vorgestellt hat, vermutlich weil es recht alt ist, ist dieses Werk von ihm, Der Schattenlehrling, gibt es mit zwei verschiedenen Covers, weil es in zwei Verlagen erschienen ist. Und das ist tatsächlich ein Buch, das ich auch gelesen habe. Es ist erschienen in der Shadowrun-Reihe, also sprich so ein Cyberpunk-Fantasy-Hybrid. Ich glaube nicht, dass man Shadowrun kennen muss, um dieses Buch zu verstehen. Ich fand es deswegen beeindruckend, weil er viele interessante, überraschende Wendungen drin hat. Das habe ich mir auch ein bisschen bei ihm abgeschaut damals. Es geht darum, dass jemand, ein junger Mann oder ein Jüngling oder ein beinahe Erwachsener, wie immer man das ausdrücken möchte, der also aus recht wohlhabenden Verhältnissen stammt, für die Shadowrunner-Szene schwärmt, also für diese Halblichtszene, die es da gibt. Und mit den finanziellen Mitteln, die er hat, ein paar vierschrötige Typen aus dieser Szene anheuert, die sollen ihn ausbilden. Er will auch Shadowrunner werden. Aber natürlich ist alles ganz anders als in den Action-Streams, die er so kennt. Und es nimmt also einen rasanten Verlauf. Ein recht kurzes Büchlein, mir hat's gut gefallen. Das kann ich noch als Empfehlung nachschieben. Diese beiden Bücher von mir möchte ich auch noch mal ins Rennen bringen. Warum? Weil die tatsächlich recht stark die Einflüsse sichtbar machen aus den beiden Büchern, die Boris und ich am Donnerstag diskutiert haben. Auf dem Backcover von Feuer der Leere steht, es sei für die Fans von Der Wüstenplanet. Das ist auch diskutiert worden in verschiedenen Besprechungen und Foren. Und wurde nicht immer verstanden. Und zwar deswegen, weil man erwartet hat, dann müsste es ja eigentlich etwas sein, das auf einer Ödwelt spielt, am besten auf einer Welt, die eine einzige Wüste ist. Das wäre richtig, wenn sich dieser Hinweis beziehen würde auf die verwendete Motivik. Er bezieht sich aber auf die thematisierten Gedanken, die da drin sind.
Und ich glaube, es ist deutlich geworden, dass bei der Wüstenplanet es darum geht, wie entwickelt sich die Menschheit in ferner Zukunft? Wie sind unsere Entwicklungswege, wenn wir den Respekt davor verlieren, in die Keimbahn einzugreifen, wenn wir uns also genetisch optimieren, wenn wir uns vielleicht auch geistig in unerkannte Sphären, ungeahnte Sphären vorarbeiten? Und das ist also das Kernthema auch von Feuer der Lehre. Also man wird keinen Wüstenplaneten finden, man wird aber die Zukunft der Menschheit finden in einer vieltausendjährigen Projektion. Todesstille wiederum ist, wenn man so möchte, dann doch, also man kann es sicherlich so sehen, dass da etwas vom Namen der Rose drin ist. Es geht durchaus um sowas wie Kriminalfälle, aber im Fantasy-Bereich, also um Morde, wo man herausfinden muss, wo, wieso geschehen die, wo kommen die her? Und vor allem spielt es in einer Gemeinschaft von Mönchen. Allerdings Mönche nicht des christlichen Gottes, sondern des Gottes Voron, der bei das schwarze Auge für den, ich sage mal, sanften Tod zuständig ist, auch für den Schlaf, für die Träume, für die Visionen. Eine positive Gottheit, der also gerne möchte, dass man ein erfülltes Leben hat und dann am Ende dieser erfüllten Lebenszeit auch sanft entschläft. Da gibt es also so eine Gemeinschaft von Mönchen, die haben eine Ruine in den Sümpfen geerbt, weit abgelegen, und bauen diese Ruine zu ihrem Kloster um. Und dann kommt es zu diesen Mordfällen. Also wenn man so möchte, ein klein bisschen eine motivische, in diesem Fall Parallele zu der Name der Rose, die vielen Gedanken, die Boris dargestellt hat, die da in dem Buch thematisiert werden, bei der Name der Rose, das wird man dort nicht finden, aber von der Stimmung her ist es da vielleicht ein bisschen ähnlich. Also das habe ich noch mal so im Nachhinein überlegt, ob ich da eine Verbindung bekomme zu meinem Werk. Was ist noch so passiert die letzte Woche? Sehr kurz kann ich machen. Die geplante Veranstaltung im Gleis 11, die konnte leider nicht stattfinden. Da gab es eine, das kann man jetzt wirklich sagen, Verkettung ungünstiger Umstände, die damit begonnen hat, dass sich also im Stau auf den Autobahnen über 2 Stunden, über 2,5 Stunden Zeit verloren habe im Vergleich zu dem, was mir mein Navigationsgerät versprochen hatte, deswegen zu spät gekommen bin. Über dass das Triell, also die eine dieser Veranstaltungen, wo die Kandidatin und die beiden Kandidaten für den Bundeskanzler kandidieren, dass diese Sendung also parallel gelaufen ist und letztlich dadurch dann kaum Publikum da war. Und am Ende des Tages lief es dann darauf hinaus, dass ich erst an und dass ich eben die richtigen Telefonnummern nicht aufgeschrieben hatte. Das war auch schlecht, so dass ich da nicht so richtig Bescheid geben konnte, nur über so eine Ecke kommunizieren und und. Da gab es noch so ein paar andere Sachen. Am Ende des Tages ist es nicht statt, konnte es nicht stattfinden. Ich bin gekommen, als die Leute schon abgebaut hatten. Das war blöd, muss ich ehrlich sagen. Naja, manchmal passiert sowas auch. Diese lange Autofahrt, die ich hatte, hat allerdings dazu geführt, dass ich ein Hörbuch hören konnte. Michel Houellebecq, Serotonin. Kein fantastischer Stoff. Michel Houellebecq ist Franzose und in Frankreich, glaube ich, jedem bekannt, der sich für Literatur interessiert. Ein enfant terrible, wie man dort bei unseren Nachbarn sagt, also jemand, der durchaus viele Menschen gegen sich aufbringt, weil er sehr respektlos schreibt. Bei Serotonin bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Das muss ich noch so ein bisschen sacken lassen. Es ist eine, also es ist tatsächlich Hochliteratur. Es hat wenig Plot in dem Sinne, wenig Dialoge. Es ist mehr so ein Stream of Consciousness von jemandem, der depressiv ist, der sich behandeln lässt mit einem Medikament, das Serotonin enthält. Das ist ein Hormon, das als Stimmungsaufheller wirkt. Dieses Medikament hat starke Nebenwirkungen. Die stärkste davon ist, dass er impotent wird. Und
erlebt diesen Verlust seiner Potenz, aber praktisch als Verlust seiner Menschlichkeit und trauert er dann sehr nach. Dementsprechend denkt er dann in seinem Stream of Consciousness viel an diese Frauengeschichten, die er ebenso hatte in seinem Leben, und die werden auch, ich sage mal, sehr explizit dargestellt und auch sehr wertend dargestellt. Allerdings finde ich, dass es zu kurz greift, wenn man sagt, dass das jetzt also alles sehr frauenfeindlich sei. Nicht, weil es nicht frauenfeindlich wäre, sondern weil diese Feindschaft einen viel breiteren Fokus hat. Es ist nicht nur frauenfeindlich, es ist insgesamt menschenfeindlich, bis hin zum Selbsthass. Also es gibt eigentlich keinen Menschen, der irgendwie positiv dargestellt wird. Interessanterweise mit Ausnahme von jungen, attraktiven Frauen, die so als Idealbild gelten. Was da nebenläufig noch mit drin ist, was ich eigentlich ebenso interessant fand, ist, dass dieser Ich-Erzähler als freier Berater für das französische Landwirtschaftsministerium tätig ist. Und wie ich inzwischen erfahren habe, hat der Ulbeck auch Landwirtschaft studiert. Und das merkt man schon. Also da haben die Ausführungen tatsächlich Hand und Fuß. Und was mich durchaus auch überrascht hat, auch die theologischen Ausführungen sind nicht ohne. Sie sind zwar sehr kurz, aber sie sind also man merkt, dass er sich auch mit dem Thema beschäftigt hat. Fand ich schon in der Mischung recht interessant. Mario Stas schreibt mir, er findet generell Menschenhass nachvollziehbar. Ich glaube, was die Leute aufregt an diesem Buch, ich glaube auch, dass das gewollt ist von dem Autor, ist nicht so sehr die Gedanken, die er da entwickelt, sondern die Form, in die er die kleidet. Also es gibt kaum ein Wort, das so häufig auftaucht wie Schlampe in diesem Buch. Ja, also das ist schon, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also es ist wirklich ein sehr, 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 eine sehr respektlose Darstellung auch gegenüber seinen Mitmenschen, die er da hat. Nicht nur, dass er einfach sagt, er mag die nicht, sondern er kleidet das auch in eine sehr drastische Sprache. Das scheint aber typisch für diesen Autor zu sein. Ich fand es interessant, mir das mal anzuhören. Das ist eines seiner kürzeren Werke, ist auch nicht sein bekanntestes Werk, aber es ist relativ aktuell. Ich glaube, 2019 kam es raus. Sprachlich nahe Bukowski könnte sein, aber ich bin mit Bukowski nicht so vertraut, dass ich das jetzt mit Sicherheit sagen könnte. Also er ist sehr, sehr, sehr drastisch. Nicht unbedingt immer. Also er hat nicht unbedingt so diese Fäkalsprache. Das jetzt nicht. Aber er ist sehr, sehr drastisch in seinen Wertungen und sehr deutlich in seinen Wertungen und sehr deutlich auch in den Bildern, die er findet. Also es gibt eigentlich nur zwei Sorten von, wenn man so will, Protagonisten, die positiv wegkommen. Junge, attraktive Frauen werden sehr über den Klee gelobt und Kühe. Also so, er begegnet also einigen Rindviechern, die kommen auch sehr sympathisch rüber. Auch, also von daher ist sogar Menschenhass noch zu kurz gegriffen. Auch sämtliche Vögel, denen er da begegnet, kommen also sehr schlecht weg in seiner Wertung ihres Verhaltens und so weiter. Also das ist auch die Tierwelt wird also da nicht verschont. Also für mich, aber das ist halt eine Frage, wie man sowas rezipiert, aber für mich hatte das durchaus streckenweise dann schon etwas Komisches, weil es so dermaßen überdreht ist. Was lese ich noch? Ich lese gerade hier die Soul, Mitgliederzeitschrift der Perioden-Fanzentrale. Ich weiß nicht, ob da so viel Interessantes drin ist, was man schätzen würde, wenn man jetzt nicht Mitglied der Perioden-Fanzentrale ist. Deswegen sage ich nur mal kurz, der Titel ist natürlich Programm. Der Schwerpunkt ist, dass Perioden 60 Jahre alt wird. Da gibt es eben diverse Beiträge dazu und dann interner aus der Fanzentrale. Zum Beispiel, dass der sehr verdiente Herbert Kessel also da sich ein bisschen zurücknimmt, dass demnächst Vorstandswahlen anstehen und so weiter. Ja, also für mich ist es interessant, aber ich glaube, so für das Allgemeine
Interesse. Man muss da, glaube ich, einfach Mitglied sein. Was bei Twitch-Begeisterung, nee, nicht bei Twitch, bei Instagram-Begeisterung hervorgerufen hat, ist, dass ich hier innerhalb kürzester Zeit das Perry-Roden-Puzzle fertig gepuzzelt habe. Das war auch eine ganz schöne Beschäftigung. Man merkt, ich habe so ein bisschen nochmal Luft geholt, bevor ich mich wieder ans Schreiben setze. Das passiert jetzt nämlich. Und zwar mit Perry Rhodan. Das letzte Mal habe ich ja erzählt, dass ich da einige Heftromane zur Recherche gelesen habe. Eigentlich wollte ich heute jetzt auch schon anfangen mit dem Schreiben. Mache ich dann eben morgen. Negonaki, herzlichen Glückwunsch. Er teilt uns mit, dass sein Chor am Samstag 50-jähriges Jubiläumskonzert, also ein Jubiläumskonzert zum 50. bestehen hatte. Das freut uns, ich gratuliere. Soliloquy of Chaos findet das Puzzle zu teuer. Na gut, ist ja kein Kaufzwang, braucht man ja auch sonst nicht. Also es ist ja nicht notwendig, um irgendwas anderes zu rezipieren von Perry Rhodan. Ich weiß gar nicht, was es kostet, weil ich es ja geschenkt bekommen habe, habe ich ja letztes Mal gezeigt. Ich meine aber gesehen zu haben, dass es auch eine limitierte Auflage sei. Von daher also jetzt kein Anlagetipp, dafür kenne ich mich zu wenig damit aus. Ich kann mir aber grundsätzlich vorstellen, dass das in 5, 6 Jahren mehr wert ist als der Preis, den man jetzt dafür bezahlt. So. Ich werde jetzt Fragen beantworten. Ich stelle aber auch mal im Chat eine Frage, weil ich nämlich so ein bisschen überlege. Ob ich ein Thema anschneiden soll oder nicht. Das kam nämlich bei dem Boris Koch und mir im Chat auf, dass da der Begriff Neoliberalismus fiel. Ich habe da ja gesagt, das hat mich so ein bisschen erinnert an den Worldcon, wo das also falsch definiert wurde und das ist so ein Muster, das sich durchzieht, dass ich glaube, dass viele Leute gar nicht wissen, was Neoliberalismus eigentlich ist. Das kann ich gerne mal erklären. Auf der anderen Seite habe ich ja mal versprochen, dass dies ein politikfreier Podcast, ein politikfreier Stream ist. Deswegen überlasse ich das den Leuten, die jetzt da sind, ob ich das tun soll oder nicht. Ich gebe euch mal 2 Minuten. Könnt ihr mal überlegen, ob ich das erklären soll oder lieber nicht. So, während ihr euch das überlegt, kann ich ja schon mal mich den Fragen widmen, die ich so bekommen habe. Und zwar habe ich eine Frage bekommen, wie das denn ist als Schriftsteller, wenn man jetzt einen Roman schreibt, einen fiktiven Text schreibt, darf man da auch Figuren beschreiben, und zwar so beschreiben, dass die realen Vorbilder erkennbar sind. Die Frage war noch etwas umfangreicher. Man hatte da als Beispiel die Königin von England oder Angela Merkel. Darf man die einfach so auftauchen lassen oder nicht? Vorweggeschickt, ich bin kein Jurist, also wenn es so richtig, wirklich wichtig ist, dann würde ich doch stark empfehlen, dass man sich da einen Anwalt sucht und das mal nachfragt. Ich kann nur meine Meinung darstellen, die eben auf meiner, also meine Einschätzung geben, ja, die aber nicht juristisch verbindlich sein kann. Also, es gibt grundsätzlich mal sowas wie Persönlichkeitsschutz. Und der ist natürlich auch hoch angesiedelt. Das ist klar. Wir wissen alle, wir haben das Recht am eigenen Bild und so weiter. Und wir haben auch das Recht, dass wir nicht beleidigt werden. Das ist ja auch alles gut und richtig. Demgegenüber steht die Kunstfreiheit. Jetzt gab es ein ganz interessantes Urteil, das betrifft den Maxim Biller und seinen Roman Ezra. Der hat das also durchgeklagt, einfach weil die moderne Literatur oftmals nicht auf Typen abzielt, also auf generische Figuren, sondern auf sehr konkrete Figuren und weil es als Aufgabe der Literatur gesehen wird, auch das echte Leben abzubilden und es deswegen nach Auffassung dieses Autors legitim sei, eben auch sich an realen Figuren oder Personen zu bedienen, um einen möglichst hohen Realismus zu Ergebnisse ansehen. Mal schauen.
Ah ja, 5 zu 3. Also ich soll es erklären, dann erkläre ich gleich mal Neoliberalismus. So, aber jetzt erstmal diese Figuren sollen eben möglichst wirklichkeitsnah sein, damit der Roman möglichst wirklichkeitsnah ist. Damit die Argumentation, ich darf dann eben auch wirklich eine sehr intime Beschreibung, war es in dem Fall sogar einer realen Person, vornehmen. Das Gericht ist aber dieser Einschätzung nicht gefolgt. Also ganz wichtig, ja, dieser Roman wurde aus dem Verkehr gezogen. Der Verlag war damit überhaupt nicht einverstanden. Wie gesagt, man ist da durch diverse Instanzen gegangen, aber das ist das Urteil, so wie es aktuell gültig ist. Und da muss man aber sagen, das war auch wirklich so der Fall. Da hat man wohl die ehemaligen Lebensgefährtinnen oder mindestens eine jedenfalls eindeutig wiedererkennen können. Das ist eben in dem Zusammenhang auch wichtig. Man muss sagen, dass eben jemand, der das Buch liest, auch wirklich eindeutig sagen kann, das ist jetzt die Person, die damit gemeint ist. Wenn das eben verfremdet ist oder wenn man diese Figuren zusammensetzt aus Komponenten von verschiedenen realen Figuren, dann hat man ja diese Nacherkennung nicht mehr. Aber wenn man halt weiß, okay, das ist die und die Frau und die bevorzugt die und die Sexualpraktiken und so weiter, was ja ein sehr persönlicher Bereich ist, dann ist das geschützt und dann darf man das nicht. So verstehe ich dieses Urteil. Jetzt gibt es aber auch im Persönlichkeitsrecht Einschränkungen, wenn es sowas wie ein öffentliches Interesse gibt oder wenn es ohnehin mehr so eine Persona ist, die man öffentlich kennt, als die reale Person. Und das trifft eben zu auf Personen öffentlichen Lebens. Das ist da dieser Terminus. Also die Königin von England, die Bundeskanzlerin von Deutschland, ein großer Filmstar und so weiter. Das sind kulturelle Ikonen, wenn man das so will, oder kulturelle Instanzen, die ohnehin in der Populärkultur vorhanden sind. Und deswegen kann man die dann entsprechend auch verwenden, der Präsident der Vereinigten Staaten und so weiter. Es ist ein bisschen die Frage, das ist aber jetzt davon völlig unabhängig, ob es so geschickt ist. Denn damit, dass ich eine reale Person erwähne, verankere ich den Roman ja auch wirklich in einer ganz speziellen Zeit. Also es gibt eben die Regierungszeit von einem Präsidenten, meinetwegen. Das sind in den USA dann in der Regel 8 Jahre, wenn er nicht vorzeitig abgewählt wird. Und damit habe ich dann so einen Faktor, wo man sagen kann, dass das Buch möglicherweise schneller veraltet, als das der Fall wäre, wenn ich eben nicht eine reale Figur habe. Aber man sieht das ja durchaus. Es gibt im Kino ja diverse Satiren und so weiter, die nicht unbedingt schmeichelhaft sind für manche Politiker, dass das also durchaus durchgeht und möglich ist. Negonaki würde noch interessieren, ob es einen Unterschied macht, ob derjenige noch lebt oder schon lange tot ist. Also schon lange ist da, glaube ich, so der Punkt. Also es gibt ja so die Persönlichkeitsrechte erlöschen grundsätzlich mal nicht mit dem Tod. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel der letzte Wille über das Testament dann eben über den Tod, durch das Testament auch über den Tod hinaus wirkt. Also auch tote Leute haben noch Rechte, wenn man das mal so formulieren möchte. Aber natürlich, wenn es jetzt darum geht, Heinrich der Zweite oder irgendwie sowas oder Kaiser Otto oder irgendwie so jemand, der nun wirklich eine historische Figur ist, dann glaube ich nicht, dass die noch Persönlichkeitsrechte haben. Also ich glaube, am Ende des Tages, glaube ich, fährt man doch ganz gut damit, wenn man sich überlegt, verletzt man jemanden damit. Also verletzt man jemanden, der noch lebt, natürlich, ja, oder verletzt man jemanden, der jetzt in den, der in, der aus dem Umfeld stimmt, also die Witwe oder die Kinder oder irgendwie so, ne? Also die Leute, die eine sehr persönliche Beziehung zu den Leuten haben. Und wenn das so ist, wäre das für mich schon ein starkes Indiz zu sagen, muss das denn jetzt sein? Also muss man das denn jetzt wirklich machen? Ja, hallo Gérard vom LuxCon, freut mich. Überhaupt hallo an alle, die jetzt noch so dazugekommen sind. Wir haben eine kleine Abstimmung durchgeführt am Anfang. Und zwar ging es darum, ob ich den Begriff Neoliberalismus erklären soll. Eigentlich bin ich ja ein
politikfreier Stream, aber die Leute haben gesagt, macht es mal mit 5 zu 3. Ich werde auch ganz sicher nichts erzählen, was mit irgendwelchen Parteien oder so zu tun hat. Aber reden wir mal über Neoliberalismus, weil das einfach ein Begriff ist, der in der allgemeinen Debatte auch oft vorkommt und meines Erachtens auch oft falsch benutzt wird. Also, Neoliberalismus als allererstes ist in aller Regel eine Fremdzuschreibung. Es gibt sehr wenige Leute, die von sich selbst sagen, sie sind, seien neoliberal. Das ist in der Regel etwas, das Leute über diese anderen sagen, und zwar Leute, die die doof finden oder die ihre Ansichten blöd finden. Ja? Also das ist in der Regel etwas, was man anderen zuschreibt. Trotzdem kann man sicherlich identifizieren, dass es da Gemeinsamkeiten in dieser Denkschule gibt, die diese Leute dann verbindet. Und das kommt am Ende des Tages natürlich aus dem Liberalismus, also Freiheitsgedanke, ja, Freiheitswert. Das ist ein recht positives Menschenbild, was zunächst mal dahinter steht. Was von den Leuten, die dagegen sind, kritisiert wird, ist meistens, dass dieses Menschenbild nicht zuträfe und dass deswegen auch alles, was man an Politik und Maßnahmen davon ableitet, nicht zum Wohle der Menschen sei, weil es eben nur sehr wenige gäbe, die diesem Idealbild entsprächen. Im Liberalismus sagen wir ja, die Freiheit des Individuums ist der höchste Wert. Im Gegensatz dazu ist eben die Interessen der Gemeinschaft seien der höchste Wert. Man sagt aber, das ist alles letztlich eine Funktion. Also wenn man jetzt wird das wirklich ins Extrem zieht, dann ist das alles eine Fiktion. Die Gemeinschaft gibt es gar nicht. Es gibt eben nur Summen von Individuen und es gibt Leute, die sich dann aufschwingen und sagen, wir entscheiden jetzt was für alle und wir zwingen die vielen verschiedenen Individuen, die es so gibt, unter unsere Knute. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht aufgezwungen bekommen, wie wir zu leben haben, was wir zu tun haben und so weiter. Und deswegen kämpfen wir für sowas wie freie Rede. Ich darf meinen Ehepartner selbst wählen. Ich darf heiraten, wen ich will. Ich darf hinziehen, wo ich will. Ich darf den Beruf nachgehen, den ich gerne haben möchte. Immer im Gegensatz zu der anderen Möglichkeit, dass man sagt, eine zentrale Stelle ermittelt, wer mein bester Ehepartner ist und schreibt mir das vor, schreibt mir die Lebensform vor, schreibt mir vor, was ich arbeiten sollte, weil eben ermittelt wird, wir brauchen jetzt mehr Bäcker, also wirst du gefälligst Bäcker. Solche Sachen. Ja? Also das ist letztlich Liberalismus. Die Einzelnen entscheiden und dann ist eben jeder auch für sein eigenes Glück verantwortlich und man traut den Menschen zu, dass sie das auch hinbekommen. Das ist eben oft der Gegensatz. Die Leute, die dagegen sind, sind oft der Meinung, die Leute, die frei entscheiden, entscheiden sich meistens falsch und rennen in ihr eigenes Unglück. Und deswegen brauchen wir so eine erzieherische Instanz, die anstelle von denen entscheidet. Das ist erstmal alles nur Liberalismus. Neoliberalismus hat ein noch optimistischeres Bild der Lage. In den Gesellschaften, in denen man das vertritt, geht man davon aus, dass man praktisch alle Freiheitsrechte schon verwirklicht hat. Also man kann jeden heiraten, den man heiraten will, man kann hinziehen, wo man hinziehen will, man kann sich das Haus kaufen, das man sich leisten kann, das man gerne haben möchte. Also alle Freiheiten sind schon verwirklicht. Diese Freiheitswerte sind dann theoretisch komplett vorhanden. Also wir haben ein Gesetzwerk, das alles schon berücksichtigt, was man vernünftigerweise anstreben könnte. Und jetzt ist das einzige Hindernis die Frage, ob ich das auch praktisch kann. Und die praktische Umsetzbarkeit hängt jetzt daran, ob ich genug ökonomische Kraft habe, um meine Träume zu verwirklichen. Also mit anderen Worten, habe ich genug Geld. Deswegen wird alles als Hindernis aufgefasst, was zwischen mir und der Gewinnerzielung steht. Denn alle anderen Rechte habe ich ja schon. Jetzt geht es nur noch darum, dass ich diese Rechte auch umsetzen kann. Also, dass ich die unbegrenzte Möglichkeit habe, Gewinn zu erzielen und mir Geld anzuhäufen, um damit letztlich meine Freiheit auszuleben. Das ist im Grunde die Idee.
Deswegen hat man so diesen sehr starken Fokus im Neoliberalismus auf ökonomischer Kraft. Man sagt halt, das nützt mir nichts, wenn ich theoretisch in jede Stadt ziehen und mir jedes Haus kaufen kann, wenn ich noch nicht mal das Geld für eine Busfahrkarte habe. Was dann eine intellektuell kühne Konstruktion ist, ist, dass man oftmals dann Konzerne gleichsetzt mit Individuen. Hinter jedem Konzern steht irgendwo ein Unternehmer oder eine Gruppe von Besitzern in einer Aktiengesellschaft oder einer Kapitalgesellschaft. Und deren Freiheit wird halt eingeschränkt, wenn man die Freiheit des Konzerns einschränkt. Deswegen ist man halt dafür, man darf überall nach Öl bohren und so weiter, weil eben die Entfaltung des Konzerns gleichzeitig die Entfaltung der Individuen ist, die diesen Konzern besitzen. Und die darf man eben, das ist ein moralisches Argument, das ist kein ökonomisches Argument, die darf man eben moralisch nicht einschränken. Kein Mensch hat das Recht, jemand anderem Vorschriften zu machen und ihn einzuschränken. Das ist die radikale Sichtweise, die man da vertritt. Das setzt voraus, und das ist eben der Kritikpunkt, den man da sicherlich anbringen kann. Die Leute treffen sinnvolle Entscheidungen. Punkt 1. Punkt 2, die Leute Moment, die Leute treffen sinnvolle Entscheidungen und sie sind in der Lage, sie haben die Fähigkeiten, jeder hat die Fähigkeiten und die Chancen, sich so zu entfalten, dass er auch wirklich reich werden kann. Also was da nicht so Berücksichtigung findet, sind unterschiedliche Startchancen. Das wird auch oft dann in dieser Diskussion relativiert, dass man dann sagt, ja, im Grunde sind wir schon dafür, aber es gibt so eine gewisse Startlinie, auf der alle starten sollen. Also sprich freies Bildungssystem oder irgendwie solche Sachen, damit eben jeder die Möglichkeit hat, unabhängig davon, wie reich seine Eltern waren, gewisse Voraussetzungen zu erfüllen, die er dann braucht, um eben steinreich zu werden. Das kann man alles kritisieren. Da kann man immer sagen, das ist irreal und es gibt immer Leute, die eben allein von Geburt her vielleicht nicht den Intellekt mitbringen oder die körperlichen Voraussetzungen nicht mitbringen und einfach auf andere Menschen angewiesen sind. Und das ist sicherlich eine Kritik, die man vorbringen kann. Aber trotzdem, der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, im Grunde ist es ein Menschenbild, das sehr positiv ist. Man traut den Menschen unheimlich viel zu. Also man traut zu, jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder kann das hinkriegen. Stellt euch nicht so an. Und man sagt dann in der radikalen Ausprägung sogar in dem Moment, wo man anfängt, soziale Sicherungssysteme hochzuziehen, erzieht man die Leute nur zu Sklaven. Also so wie die Fleischtöpfe in Ägypten, zu denen die Israeliten zurück wollten. Gewöhnt man die Leute eben daran, dass sie dann am Tropf hängen und nie selbstständig werden, nie erwachsen werden und letztlich dann auch in der Perspektive niemals ihr Glück verwirklichen können. Mario Staes sagt, das klingt fast danach nach dem Satanismus, nach Lefebvre. Also ich glaube, man schreibt ihn mit V, wenn ich mich nicht täusche. Jein. Also auch der akzeptiert keine Grenzen, in dem Sinne vielleicht schon. Ich glaube nicht, dass, also was Lefebvre nicht hat, was die Neoliberalen aber natürlich schon haben, die haben schon den Anspruch, dass sie sagen, alle Menschen müssen frei sein. Das hat Lefebvre mit Sicherheit nicht. Also für Lefebvre ist ziemlich klar, du darfst auch Leute versklaven. Ja, also wenn du es kannst, dann versklav die halt. Das ist nicht so im Neoliberalismus. Serenay fragt, ob das funktionieren kann, wenn jeder ein anderes Verständnis davon hat, was sinnvoll ist. Die Idee ist halt, so die Idee ist halt letztlich, dass der sich durchsetzt, der ökonomisch am erfolgreichsten ist. Ökonomisch am erfolgreichsten in einer brutal kapitalistischen Gesellschaft ist der, der den meisten Nutzen einbringt, für den andere Leute was bezahlen wollen.
Also das ist vielleicht auch eine etwas naive Vorstellung, ja? Aber man sagt eben zum Beispiel, wenn man das jetzt mal, wenn wir mal ein bisschen versuchen, die Kurve zur Schriftstellerei zu kriegen, derjenige, der das beste Buch schreibt, wird am häufigsten gekauft, kriegt am meisten Geld und kann damit dann eben sehen, dass er die ökonomischen Ressourcen zusammengesammelt hat und damit dann eben auch möglichst viel realisiert von seinen Vorstellungen. Captain Picard, ist das ein Neoliberaler? Fragt Schnitti666. Das glaube ich nicht, weil alleine schon die Gesellschaft, für die Captain Picard steht, ist ja die Föderation der Federation of Planets. Die haben ja schon das Geld abgeschafft. Er vertritt ja sehr oft auch solche Positionen wie dass jeder eben die Erfüllung durch seine Arbeit finden soll, also eben nicht das Gewinnstreben im Vordergrund steht. Ich glaube, das kann man da nicht sagen. Also was man auch nicht sagen kann, ist, dass er jetzt irgendwie ein totalitäres System vertritt, auf gar keinen Fall. Aber diese gesamte Federation of Planets ist ein sehr stark darauf ausgerichtet, dass die Menschen aufeinander Acht geben und sich gegenseitig unterstützen. Mario Staas glaubt, dass es im Satanismus nach LeVay keine Sklaverei gäbe. Doch. Also, da müssten wir jetzt so ein kleines Pitch-Patsch machen, aber ich empfehle in dem Zusammenhang, um das nochmal nachzulesen, die Autobiografie von des Musikers Marilyn Manson, der also Kontakt hatte zu LeVay, seine Begegnung mit dem auch beschreibt und bei dem ganz klar herauskommt, dass sowas wie Menschenrechte dort in dieser Philosophie nur bestimmten Menschen zugedacht werden, nämlich denen, also in dem Fall ist der Diskriminator ein hoher Intellekt, also jemand, der besonders intellektuell fähig ist, sei also jemand, der überhaupt, also sogar sowas wie ein Lebensrecht hätte, geschweige denn das, also und erst recht, das Recht auf Freiheit, auf Persönlichkeitsentfaltung und so weiter. Und da wird sogar so drastisch formuliert, dass also die meisten Menschen weniger Lebensrecht hätten als ein Insekt. Wie gesagt, das ist keine Auslegung, die er trifft, die Marilyn Manson trifft, sondern er selbst hat ja LeVay getroffen. Also er hat ja mit LeVay gesprochen. Das ist also das, was er mit dem diskutiert hat. Das ist seine Originalstimme, wenn man so möchte. Aber gut, ist ja jetzt hier auch mehr so ein Randthema. Ich wollte ja nur mal hoffentlich es schaffen, dass man Neoliberalismus dann auch kennt, ja, dass man da dann auch weiß, worum es da geht. Wir können wieder ein bisschen unser oben-unten machen. Schwupp. Muss ich aber meine Notizen wiederfinden, damit das mit den Abstimmungen klappt. Also die erste Möglichkeit, was ich beantworten könnte, ist, welchen Tag würde ich gerne wiederholen aus meinem bisherigen Leben? Und das zweite wäre, wie viel Erfolg ich persönlich so brauche. Stellen wir mal wieder auf eine Minute. Also Mario Staas weist nochmal darauf hin, das sei trotzdem die Neuauslegung. Könnte sein, dass das, also ist mit Sicherheit so. Tippt bitte ab oben. Also schreibt mir bitte nicht in den Chat unten oder oben, sondern ihr müsstet oben im Chat so eine Abstimmungsmöglichkeit haben. Dann können wir nämlich leichter durchzählen. Also Marilyn Manson hat LeVay sicherlich in seiner späten Phase getroffen. Ja, und das ist dann halt also absolut eine legitime Möglichkeit, dass möglicherweise LeVay früher es anders gesehen hat, als es später gesehen hat. Naja, Segenal wundert sich, dass ich mich mit Sklaverei im Satanismus auskenne. Ich kenne mich eher mit Rockmusikern aus, deswegen habe ich damals diese Autobiografie gelesen von Marilyn Manson. Also, ihr wollt gerne wissen, wie viel Erfolg ich persönlich brauche. Tatsächlich wenig.
Das treibt auch manche Leute in den Wahnsinn. Aber ich habe so von meiner Erziehung her mitgenommen, wenn man alles tut, was man und alles einbringt, was man halt so kann. Also wenn man seine Möglichkeiten voll einbringt und sich viel Mühe gibt, dass das dann immer reicht, dass man mehr nicht verlangen kann, weder von anderen noch von sich selbst. Das heißt, der Erfolg, der sich dann einstellt, ist in dem Sinne erstmal sekundär. Ich bin dann zufrieden mit mir, wenn ich der Meinung bin, ich war nicht faul, sondern habe also ordentlich mich eingebracht und ordentlich gearbeitet. Und alles andere, ich sag mal, liegt in Gottes Hand, wenn man so will. Ja. Also das ist dann von vielen anderen Faktoren abhängig. Aber für mich ist eigentlich erstmal nur wichtig, dass ich selbst mir da so nichts vorzuwerfen habe. Das ist auch wirklich für manche Leute seltsam. So, wir machen schon mal die nächste Abstimmung. Fand ich interessant, was ihr so wissen wollt, ob ich lieber bade oder dusche. Das andere verstehe ich eher, wie sehr es mich so ärgert, dass es in 2021 keinen neuen Corvus geben wird. Ich gucke noch mal in den Chat. Serenay kriegt jetzt Angst vor Rockmusikern. Also muss ich tatsächlich sagen, wenn man so ein paar von diesen Autobiografien liest, ich finde sowas ja grundsätzlich erstmal immer interessant. Also ich lese ja ohnehin gerne Biografien und so, ne? Aber bei manchen Leuten, da muss ich wirklich sagen, die haben total den Knall. Also da muss man echt so ein bisschen aufpassen, ob man da mit denen alleine irgendwie Zeit verbringen will. Naja. So, also da hat jetzt gewonnen, wie sehr es mich ärgert, dass es 2021 keinen Corvus geben wird. Das hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was wir gerade hatten. Ich kann es ja nicht ändern. Also es ist nicht so, dass ich nichts geschrieben hätte. Ich habe meinen Roman für Piper fertig. Der sollte heute eigentlich aus dem Lektorat kommen. Ist jetzt nicht gekommen. Ich denke mal, dann kommt er morgen. Aber im Prinzip hätte der heute erscheinen können. Phileas von 10 hätte dieses Jahr erscheinen können. Was ja erschienen ist, sind diverse Periodens, aber gemeint waren wohl auf dem Buchmarkt, also in Abgrenzung zum Heftromanmarkt, dass da eben keine Sachen erscheinen. Also es ist nicht schön. Also ich hätte schon besser gefunden, wenn da Bücher erschienen sind. Es gab ja Zeiten, da sind zwei Romane bei Piper erschienen, plus ein bis zwei Filiasons. Das hat mir schon deutlich besser gefallen. Aber ich habe mir da selbst wenig vorzuwerfen. Also ich habe da den Nachschub schon gefüllt und es soll ja auch dann kommen. Es gibt ja jetzt neue Termine, die auch etwas verbindlicher sind für Januar, März, August nächstes Jahr, zwei Filiassons und in der Mitte eben der Piper-Roman. Naja, dann hält eben meine Vorfreude etwas länger an. Trotzdem, schön ist es nicht. Also das ist schon klar. Aber es ist eben, das sind auch so Sachen, was soll ich mich da jetzt groß drüber aufregen? Also das ist halt vergossene Milch, wenn man so will. Also ich kann da nichts dran ändern. Und deswegen, das sind tatsächlich, bei mir funktioniert das meistens, dass ich mich dann auch nicht allzu sehr darüber ärgere. Ich arbeite mich mehr an Sachen ab, wo ich nicht verstehe, warum irgendjemand irgendwas nicht macht, inklusive meist sogar mir selbst. So, Mario Staas gibt uns einige Tipps, von wem wir uns fernhalten sollten. Na gut, nehmen wir uns das mal zu Herzen. Nächste Möglichkeit wäre ich lieber intelligenter als ich bin
Oder wäre ich lieber sympathischer, als ich bin? Wäre die eine Frage. Und das andere, was war der schlechteste Kinofilm, den ich je gesehen habe? Ja, das tanzt so ein bisschen hin und her in der Abstimmung. Serenal fragt, ob die oberste Frage nicht anders gemeint sei. Wie sollte sie denn gemeint sein? Neue Frage, woran ärgere ich mich an mir selbst? Ich ärgere mich an mir selbst vor allem, wenn ich meine Zeit verplempere. Und ich ärgere mich an mir selbst, was meistens damit zusammenhängt, wenn ich mit meinen Romanen nicht so schnell vorwärts komme, wie ich gerne möchte, wenn ich eine Rohfassung schreibe. Das ist sogar tatsächlich ein heilsamer Ärger. Also ich ärgere mich dann so sehr, bis ich dann tatsächlich alles andere wegschiebe und diesen Roman fertig schreibe. So, also die Frage, die ich beantworten soll, ist, wäre ich lieber intelligenter oder lieber sympathischer? Also ich glaube, ich habe kein Problem, die Dinge zu erfassen, die mich interessieren. Ja, also wenn ich jetzt Sachbücher lese, ich komme manchmal an meine Grenzen, wenn es so um Quantenphysik geht zum Beispiel. Und das, also das sind so Sachen, die verstehe ich in dem Moment, wo ich sie lese, und wenn ich das Buch zuklappe, verstehe ich es schon nicht mehr, wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke. Aber das ist selten. Also die meisten Sachen, die ich gerne verstehen und erfassen möchte, die sind mir auch intellektuell zugänglich. Ich wäre vielleicht manchmal etwas sympathischer oder rücksichtsvoller, als ich das bin. Also manchmal gehen so die Pferde mit mir durch. Und dann ramme ich Leute auch in so einer Diskussion verbal in den Boden. Das ist, tut mir hinterher dann auch oft leid. Aber ja, also das ist sicherlich kein unbedingt toller Charakterzug von mir. Und wenn ich das besser in den Griff bekäme, ich bekomme das auch schon besser in den Griff als vorher. Aber das wäre sicherlich noch irgendwie. Das würde mir besser gefallen und das wäre sicherlich auch, würde vielleicht mir auch das Leben ein bisschen einfacher machen, wenn mein Wesen noch etwas einnehmender wäre. Negonaki führt hier Bernhard an, der davon ein Liedchen singen könnte. Das ist nicht so, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Also Bernhard und ich kennen uns dermaßen lange und sind dermaßen oft miteinander zugange. Ich glaube, sämtliche Ecken und Kanten an dem anderen haben wir schon mal erlebt. Er an mir, ich an ihm. Und diese Freundschaft ist sehr belastbar. Und das ist eher, finde ich, ist sowas ein Problem, wenn man Leute neu kennenlernt oder vielleicht denen auch nur sehr flüchtig oder selten begegnet oder so, dass die eben Dinge dann eben nicht einordnen und in den Kontext setzen können und so etwas. Ja, das ist dann, hat man eben durch unbedachte Äußerungen oder solche Sachen, hat man dann schnell dann doch irgendetwas verdorben, was sich vielleicht dann doch hätte recht freundschaftlich entwickeln können. Serenay interpretiert die Frage so, ob ich lieber eher intelligent oder eher sympathisch wäre. Also wenn ich mich jetzt für eins von beiden entscheiden müsste, was denn dann mein herausragender Charakterzug sein sollte. Tja, da habe ich jetzt natürlich noch nicht so drüber nachgedacht. Also beides finde ich nicht unwichtig. Wenn man jetzt komplett unsympathisch ist, ich sag mal, wenn man so ein Psychopath ist, ja, der mit keinem klarkommt,
Das ist auch irgendwie blöd, wenn man, vielleicht ist das sogar noch blöder, als total bescheuert zu sein und nichts intellektuell auf die Reihe zu kriegen, denn wenn jemand so richtig total strunzdoof ist, merkt das ja nicht. Und wenn er es nicht merkt, dann leidet er auch nicht darunter. Also vielleicht ist das, wenn man es ins Extrem zieht, dann sogar noch das, was weniger wichtig ist. Naja. Aber grundsätzlich finde ich, man braucht irgendwie schon beides. Ich glaube, Bettina Wurche, als die hier war, die hat ja auch was erzählt zum Thema emotionale Intelligenz, die auch sehr wichtig ist für Kulturen und Gruppen und so weiter. Das denke ich auch. Also das ist auch, man braucht das schon, um langfristig auch als Gruppe irgendwie erfolgreich zu sein und überhaupt, um das Leben schöner zu machen, braucht man auch so eine gewisse soziale Kompetenz, glaube ich. So. Serenay, trauerst du dem dann nach? Also wenn du hinterher denkst, das habe ich verbaselt. Ich bin meistens bei sowas ein recht aktiver Mensch. Also in dem Sinne, dass ich dann schon probiere, Dinge im Nachhinein nochmal zu klären und wieder gerade zu rücken, wenn ich halt merke, da sind jetzt die Pferde mit mir durchgegangen. Das geht halt nicht immer. Also wenn man jetzt so wirklich so Kurzbegegnungen hatte, wo man hinterher nicht mehr unbedingt sich wieder trifft. Und ich weiß nicht, ob hinterher trauern so der richtige Begriff ist, aber es ärgert mich schon dann auch noch im Nachhinein oder tut mir im Nachhinein dann auch noch leid. Schnitti sagt, dass Intelligenz häufig wichtig ist, um im neoliberalen Sinn ökonomische Erfolge zu erzielen. Ja, aber in dem Wirtschaftssystem, das wir haben, muss man ja auch irgendwie Geschäftspartner finden und Deals machen. Aber man darf das nicht unterschätzen. Also so diese Komponente, Leute für sich einzunehmen, das kann ja auch in rücksichtsloser Absicht passieren. Also, dass man tatsächlich an seinen eigenen Gewinn denkt und anderen Leuten vorheuchelt, man würde für die etwas Günstiges machen. Das kann ja auch sein. Also, das ist auch sehr wertvoll dafür. Aber das Allerbeste ist, wenn man tatsächlich ein gutes Produkt anbietet, das die Leute einfach haben wollen. So, welches ist das lustigste deutsche Wort? Und bin ich eher für Wildcampen oder für das Luxushotel? Auch das tanzt so ein bisschen hin und her, wer da gerade in Führung liegt. Gut, es geht um das lustigste deutsche Wort. Also ihr seid doch ein literarisch interessiertes Publikum, das sich gerne mit Sprache auseinandersetzt. Elefantös. Ich finde, das ist ein fantastisches Wort, vor allem wenn es von Leuten ausgesprochen wird, die es total ernst meinen. Also die da sich begeistert oder auch empört über etwas äußern, weil es elefantös sei, ein elefantöser Fehlschlag oder eine elefantöse Comedy-Sendung oder so etwas. Also so etwas nach so einem armen Tier zu benennen, finde ich schon sehr witzig. So, schauen wir noch mal, was es noch gibt. Bin ich ein Kopf- oder ein Bauchmensch?
Und was mag ich überhaupt nicht an anderen Menschen? Was ich auch witzig fand als Begriff, war diabolisch, weil wir in meiner Anfangszeit in der Unternehmensberatung Angebote schreiben mussten. Das ist so ein Neuling-Job. Und weil das zu langweilig für uns war, haben wir uns Worte vorgegeben, die dann im Angebotstext auftauchen sollten, so gegenseitig, also die Neulinge unter sich. Und eins davon war diabolisch. Und einer Bank ein Angebot zu unterbreiten für eine Unternehmensberatung, in dem das Wort diabolisch vorkommt, ist schon nicht so einfach. Das war schon eine Herausforderung. Was magst du nicht an anderen Menschen? Ich bin da ganz bei Robert E. Heinlein, dem Science-Fiction-Autor, übrigens einem libertären Science-Fiction-Autor, also einer sehr nah an den heutigen Neoliberalen dran. Der meinte, das größte Übel, das wir eigentlich so gesellschaftlich haben, ist Respektlosigkeit. Und das kann ich auch auf den Tod nicht leiden. Ich meine, man kann immer unterschiedlicher Meinung sein. Das ist ja meistens auch der Endpunkt von vielen Überlegungen und vielen Einflüssen und vielen Erfahrungen, die man so gemacht hat. Das führt dann eben zu einer bestimmten Auffassung, die man hat. Und vielleicht wäre man selbst auch sehr nah an der Auffassung des anderen dran, wenn man dieselbe Biografie hätte und ähnliche Erfahrungen gemacht hätte. Und da kann man eigentlich viel rausziehen. Man kann da sehr viel auch selbst dran lernen und selbst dran wachsen, wenn man da in den Austausch tritt. Und das ist auch also vielleicht die Grundvoraussetzung überhaupt für Zivilisation, dass man in Austausch treten kann. Das ist ja auch der Sinn von Sprache, dass man sich austauschen kann und eben Gedanken teilen kann und auch von Erfahrungen profitieren kann, die andere Leute gemacht haben. Und das ist, ein Enabler, wenn man so will. Und das ist auch etwas für mich eine Voraussetzung dafür, dass man sich eben kennen und schätzen lernt, also auch auf sehr persönlichen Ebenen. Und was ich dann überhaupt nicht mag, ist, wenn man einander sehr respektlos begegnet. Das ist halt, das zerstört diese Kommunikationsbasis sofort. Da geht es dann auch nicht mehr um Wissenszuwachs oder um Empathie oder um Verständnis oder um gemeinsames Wachsen, um gemeinsame neue Erkenntnis vielleicht auch oder eine gemeinsame Position zu finden oder einen Kompromiss zu finden oder zusammen irgendwo nach vorne zu treten, sondern so eine respektlose Diskussionskultur dient einem ganz anderen Zweck, nämlich der Gruppenbildung. Dass man sagt, ich möchte den anderen möglichst dissen, klein machen, verletzen, in der Regel vor anderen Leuten, und diese anderen Leute sollen sich dann in mein Lager begeben und wir ziehen dazwischen dann einen Graben und stellen uns dann auf unsere Seite von dem Graben und schreien dann da rüber, bis die anderen dann eben in Grund und Boden sind und so verletzt sind, dass es eben gar keine Diskussion mehr gibt. Und praktisch dann auch die Gesellschaft auseinanderreißt oder die Gemeinschaft auseinanderreißt. Das kann eine ganz große Gesellschaft sein oder das kann eben eine sehr, sehr klein, ein Freundeskreis sein, der dann auseinandergerissen wird und so weiter.
Und das mag ich überhaupt nicht. Ich mag das, das mag ich sogar umso weniger, je älter ich werde. Also je älter ich werde, desto empfindlicher reagiere ich darauf und ziehe mich eben auch dann gerne von Leuten zurück, die mich respektlos behandeln. Das mag ich überhaupt rein gar nicht. Das heißt, mir stimmt mir zu, dass das ein großes Problem ist. Verantwortungslosigkeit findet Seewolf Chris noch größer. Finde ich nicht, weil Verantwortungslosigkeit meistens mit Gedankenlosigkeit oder aus Gedankenlosigkeit resultiert, man demjenigen klar macht, warum etwas wichtig ist. Also, warum er da eine Priorität drauflegen sollte. Das geht aber nur, wenn man einander zuhört. Und das wiederum geht nur, wenn man sich respektvoll begegnet. Serenay, ich habe kürzlich ein Buch von ihm gelesen und ich möchte es gar nicht. Das war schade. Ich habe aber nicht nach dem Autor recherchiert. Von wem hat sie denn jetzt wohl ein Buch gelesen? Das habe ich jetzt offenbar verpasst in dieser Diskussion. Austausch und Respektlosigkeit. Finde es toll, wie wir immer wieder an der Leitplanke zur Straße der großen Politik entlang schrappen. Ja, aber das in diesem Fall ist es ja so, dass Politik nur eine Form der Interaktion zwischen Menschen ist. Also Politik entsteht ja letztlich ist ja letztlich eigentlich vom Wort her das, was die Stadt betrifft, die Polis betrifft, griechisch, das ist Politik. Also das, wo die Menschen auf dem Marktplatz oder im Forum zusammenströmen und sich überlegen, was sie denn machen wollen. Also ist Politik in dem Sinne dann auch wieder so etwas, ein Zusammenkommen von Menschen. Your audience is listening. Respektlosigkeit ist tatsächlich ein maximal elefantöses und diabolisches Benehmen. Dem können wir natürlich nur zustimmen. Aha, es ging um Heinlein bei Serenay. Ja, ist nicht immer ganz einfach. Das habe ich auch schon oft als Feedback bekommen und vielleicht ist auch so ein bisschen die Zeit drüber hinweggegangen. Mal schauen. Serenay hat vorher auch noch eine andere Frage gestellt, die sie vorschläft. Vorschlägt natürlich. Bier, Wein oder Cocktails? Bier überhaupt nicht. Also ich bin absolut überhaupt kein Biertrinker, gar nicht. Das kommt also extrem selten vor, dass ich freiwillig ein Bier trinke. Eigentlich nur zu sozialen Anlässen, wenn ich auf einer Party bin und dann nicht ablehnen möchte, wenn mir der Gastgeber ein Bier in die Hand drückt. Wein schon eher. Erinnert mich auch so ein bisschen an meine Pilgerzeit. Wenn man durch Nordspanien pilgert auf dem Jakobsweg, dann kann man abends oftmals als Pilgermenü eine Flasche Rotwein mit dazu bekommen zum Essen. Das sind dann so die eher minder qualitativen Weine der jeweiligen Region, die eben jetzt nicht so ultra teuer sind oder so. Aber da war ich tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, ein Rotweinkenner, das sicherlich nicht. Aber so ein bisschen einen Rotweingeschmack habe ich damals entwickelt. Und ja, also nicht eine, also so eine Karaffe. Ne? Und normalerweise sitzt man ja auch nicht alleine am Tisch. Also jetzt ist kein Saufgelage da. Und Cocktails mag ich tatsächlich ab und zu. Also vor allem, wenn da irgendwas mit Kokos drin ist. Da bin ich schon grundsätzlich ein Freund davon. Allerdings meistens tatsächlich alkoholfreie Cocktails. Also ich bin generell jemand, der sehr wenig Alkohol trinkt. So, Negonaki trinkt ganz gern Likör. Habe ich nie so den Zugang zu gefunden. Also ich weiß, dass das eine gewisse Kunst ist, dass man Likör zubereitet, also dass das nicht einfach ist und dass man da sich auch
Also, dass man da viel dran machen kann, ja, dass das also also wirklich ein Handwerk ist, das man lernen muss. Und da habe ich immer Respekt vor allem bei Sachen, die ich selbst nicht kann, wie zum Beispiel Likör destillieren. Aber ich hab da überhaupt keinen Zugang zu. Salzmi möchte noch wissen, Tee oder Kaffee? Wenn, dann Tee, aber das ist so ähnlich wie mit dem Bier. Also bei mir ist es fast immer ja ein Softdrink. Oder wenn es das nicht ist, ist es in der Regel Kakao. Ich bin ein Kakaotrinker. Muss ich kurz gucken, dass ich hier die wichtigen Fragen einblende. Wenn ich einen Tag in einer Fantasy-Welt verbringen könnte, welche wäre das? Und wenn alle Tiere sprechen könnten, welches wäre dann das Nervigste? Also sei es wie, ich habe jetzt am Wochenende auch noch mal einen Tee getrunken. Das ist jetzt nicht so, dass ich nie Tee trinken würde, aber sehr selten. Ich bin wirklich Kakaotrinker. Da habe ich auch so meine Sorten, die ich besonders gerne mag und sowas. Aber naja. Oh, das scheint der Tag in der Fantasy-Welt zu werden. Das ist ja doch weit vorne. So, der Tag in der Fantasy-Welt soll es sein. Okay. Es wären bei mir tatsächlich die etwas zivilisierteren Fantasy-Welten, wo man so ein bisschen feinere Sitten vielleicht auch hat und so ein bisschen auch den Tag genießen kann. Also nicht jeden Tag ums Überleben kämpft. Und da könnte ich jetzt als ein Beispiel von mehreren ins Rennen schicken, die Welt von die Chroniken von Asur, die mein Kollege Bernhard Hennen verfasst hat. Das ist nämlich so ein Renaissance-Setting. Also da hat man tatsächlich schon so gelehrte Leute, man hat Hofbälle und so etwas. Ich tanze ja auch gerne. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da unterwegs, ganz gerne unterwegs wäre. Um da eben auch so ein bisschen das Leben dort so zu genießen. Also das kann ich mir schon vorstellen, wenn es so eine gewisse höfische Kultur so da gibt. Das heißt nicht, dass ich der Meinung bin, dass da unbedingt immer die interessantesten Geschichten spielen. Dafür kann es hilfreicher sein, wenn es eine deutlich konfliktgeladenere geladenere Setting ist, wo man eben täglich um sein Leben kämpfen muss. Aber um da einfach mal, ich sag mal, einen Tag Urlaub zu verbringen, wäre das vielleicht durchaus interessant. Serenay, völlig richtig, nicht im Kult der Schatten. Also, das ist ja, das hatte ich ja auch schon mehrfach erwähnt, als ich den Roman Schattenkult geschrieben habe, hatte ich selbst Albträume davon. So, wann hast du es zuletzt bereut, als du etwas gesagt hast? Und was könntest du uns beibringen? Sind die Fragen, die jetzt hier gestellt sind. Moment, ich muss es noch eben hier in mein Formular eintragen. Saismi fand die Welt von Asur auch schön. Bei ihm wäre es aber mehr die Elfenwelt von Bernhard Hennen. Also bei der Elfenwelt von Bernhard Hennen, ich habe halt das erste Buch gelesen, Die Elfen. Da hat er ja auch so diesen Gegensatz zwischen den Fjallingern und den Elfen an sich. Und die Elfen an sich wären mir zu statisch, glaube ich, also zu eingefroren in ihrer
in ihrem jeweiligen Status. Das dauert ja Jahrhunderte, bis da irgendwann mal was passiert. Und die Fjaninger wären mir schon wieder zu barbarisch. Und dann habe ich noch die Schattenelfen gelesen, da hat sich das so ein bisschen bestätigt. Sicherlich auch eine interessante Welt, aber ich wäre, glaube ich, dann lieber in Asur. Aventurien wäre auch recht interessant. Ja. Also da gibt es ja auch Almada zum Beispiel. Und das ist ja auch wieder so eine Kultur, wo man so im Mittelmeerraum im Grunde bei uns wäre, die auch ein bisschen zivilisierter ist. Und Almada hatte ich tatsächlich auch überlegt. Was könnte ich euch beibringen? Das kommt natürlich darauf an, was ihr schon könnt. Also was ich, glaube ich, grundsätzlich Leuten öfter mal beigebracht habe, also vielen Leuten beigebracht habe, sind solche Sachen wie Schreiben. Ich mache ja diese Schreibworkshops und so. Also da gehen eigentlich die meisten Leute raus und sagen, sie wissen hinterher mehr als vorher. Das ist natürlich schön. Dann allerdings mittlerweile auf einem sehr, sehr, sehr basic Niveau Karate und Selbstverteidigung. Ich war ja mal Karatelehrer und habe das so intensiv trainiert, dass das auch, glaube ich, nie wieder so richtig ganz weggeht. Also so diverse Basics kann ich immer noch und bringe ich manchmal auch immer noch so interessierten Leuten bei. Und aktuell sicherlich tanzen. Also auch da auf einem niedrigen Niveau, aber ich tanze auch ab und zu ganz gerne mal mit Tanzpartnerinnen, die das halt noch nicht können und bringe ihnen dann so die Grundschritte in verschiedenen Tänzen bei. Also das kann ich sicherlich auch. Aber ich bin jetzt also kein Tanzlehrer, der jetzt wirklich jetzt die Feinheiten korrigieren könnte, geschweige denn bei den Damen, also erst recht nicht bei den Damenschritten. Aber so um einen schönen Tanzabend zu verbringen, dafür reicht es dann schon. Serenae wäre die Prinzessin in die Schöne und das Biest. Ja gut, es war ja erstmal gefragt, in welche Fantasy-Welt man kommt. Wenn man sich dann aussuchen kann, wer man da ist, würde sich das vielleicht auch nochmal ändern. Also wenn man zum Beispiel jetzt in den Elfenromanen von Bernhard Hennen die Elfenkönigin wäre, wäre das ja was anderes, als wenn man der fjaningsche Bauernsohn wäre oder so. Negonakia, eine Fantasy-Welt gibt es, in der ich gerne leben würde. Das geborgene Land aus den Zwergen von Heiz. Sei dir gegönnt. Serenae möchte auch einen Tanzkurs machen, kann ich sehr empfehlen. Also angeblich, es wird gemunkelt und gesagt, steigert das Tanzen die Ausschüttung von Glückshormonen. Auf jeden Fall ist es in meiner Lebensführung etwas, was das alles sehr gut ergänzt, weil ich da eben ganz andere Sachen, also sowohl im Kopf als auch körperlich mache, als sonst. Gibt noch weitere Fantasy-Welten, die empfohlen werden. Welt von Austin Art, sagt Seismi. Also das Schöne an der Fantasy, was ja auch durchaus anerkannt wird von Kollegen, die in anderen Bereichen tätig sind, ist ja das Weltenbauen, also dass man tatsächlich in völlig andere Welten eintauchen kann. Eine Frage mit Periodenbezug. Wann bringe ich endlich Cookie für die Fragestellerin um? Oder gibt es eine Figur oder Geschichte, die schon lange in dir schlummert? Also die Kultur von Ian Banks, da habe ich nie so richtig verstanden, was da die ultimative Faszination daran ist. Das ist eben so eine Nanny-Kultur, also so, wo die Menschen komplett entmündigt sind und wo die künstlichen Intelligenzen für die sorgen und die umsorgen und alles. Klar, man kann da viel machen, aber nichts hat irgendeine Relevanz. Weiß ich nicht, das wäre mir, glaube ich, zu wenig.
Wobei, das mal für einen Tag anzuschauen, wäre sicher interessant. Das Auenland wäre mir auch wieder zu statisch. Also ich stelle mir das Auenland sehr spießig vor. Da ist ja sogar schon ein Bilbo, jemand, der da raussticht. Die in mir schlummernde Geschichte ist das, was von Interesse ist. Also ja, es gibt Figuren und vor allem Geschichten, die schon lange in mir schlummern. Unterlage, die mein Literaturagent hat, mit der er also versucht, jetzt neue Verträge an Land zu ziehen, die interessant sein könnten, umfasst 19 Projekte. Diese 19 Projekte sind in unterschiedlichen Stadien. Es gibt welche, wo nur eine Idee skizziert ist. Und es gibt welche, wo es ein Exposé gibt. Das sind also so 5, 6 Seiten, wo mal draufsteht, wie sich diese Geschichte entwickelt. Anders als bei Perigoden, wo das Exposé eigentlich ein Treatment ist. Und es gibt auch welche, die fertig sind. Fertig ist ein Entwicklungsroman, ein Krimi-Thriller, wenn man so will, also eher ein Thriller als ein Krimi, ein Science-Fiction-Roman. Ich glaube, das sind so. Die sind komplett fertig. Und dieser Science-Fiction-Roman, den finde ich auch sehr gut. Und das ist tatsächlich das, was bei mir vorne in der Reihe stünde, wenn ich die Zeit fände, als Self-Publisher noch mal was zu machen. Dann würde ich mir den noch mal vornehmen, noch mal aufpolieren und rausbringen. Und der heißt Gottes Ebenbilder. Und hebt eine Grundannahme auf, die es eben in sehr vielen Science-Fiction-Romanen gibt. Das mache ich gerne. Ich schreibe mir gerne so zusammen, was erwarte ich so von einem Science-Fiction-Roman und welche von diesen 5, 6 Annahmen kann ich aufheben. Das bedeutet dann nämlich, die übrigen entsprechen ja dem, was man so erwartet von einer Geschichte in dieser Richtung. Und die eine, die anders ist, die bringt eben eine neue Würze hinein, einen neuen Aspekt hinein. Und Gottes Ebenbilder macht das mit der Annahme, dass Gott nicht beweisbar sei. Also, das ist jetzt vorsichtig ausgedrückt. Es ist eben in der Science Fiction oftmals so, in den allermeisten Fällen so, dass letztlich die Leute gar keine Religion haben oder irgendeine Religion haben, die auf einer offensichtlichen Täuschung basiert für die Eingeweihten. Und also das ist erstmal so diese Annahme. Also ein Freund von mir hat mal formuliert, die Science Fiction sei generell atheistisch. Das ist so nicht richtig. Das stimmt so nicht. Aber in der Tendenz ist es sicherlich auch nicht so ganz falsch. Und ich habe mir halt überlegt, wie ist das denn, wenn man eine wirklich spannungsgetriebene Science-Fiction-Geschichte macht, also eine actiongetriebene Geschichte, eine Erstkontaktgeschichte, in der sich herausstellt, dass also alle Hinweise, die man hat, oder die besonders zwingenden Hinweise, die man hat, darauf hindeuten, dass es tatsächlich einen Gott gibt, dass dieser Gott existiert, dass er gewirkt hat, dass er also überall Spuren hinterlassen hat, natürlich auch auf der Erde, klar, aber eben vergleichbare Spuren auf Planeten, die sich unabhängig von der Erde entwickelt haben, so dass man eben auch nicht sagen kann, das wurde jetzt nachgemacht und gefaked und so weiter, sondern eben davon ausgehen muss, jawohl, da hat sich eben irgendetwas manifestiert, praktisch im gesamten bekannten Universum. Und was würde das denn mit unserer Erde machen, wenn wir dann Erstkontakt hätten mit galaktischen Zivilisationen, die uns mit dieser Erkenntnis konfrontieren? Dann gibt es noch die Interaktion mit dieser anderen Zivilisation und die hat natürlich auch Gegner und dann weiß man nicht, auf welche Seite man sich stellen muss und so weiter. Wäre da ein Thema. Ja.
Sensenbach fragt, was unterscheidet diesen Gott von einem sehr mächtigen Wesen? Ich glaube, dass das in der letzten Konsequenz letztlich nicht zu beantworten ist. Ich glaube, das ist auch etwas, wenn man über Gottesbeweise spricht. Ich glaube, wir sind so weit mit unserer Technik, dass man fast alles irgendwie faken könnte. Also eine besondere Leuchterscheinung im Himmel, die von vielen Leuten gesehen wird, in den Wolken oder irgendwie so etwas. Das kann man heutzutage technisch hinbekommen. Man muss sich alleine auch nur mal die besonders aufwendigen Kinofilme anschauen. Da sind ja visuelle Effekte dabei, die sehr, sehr real wirken, wo wir natürlich wissen, weil es ein Film ist, ist es ein Trickeffekt natürlich. Es existiert jetzt nicht real, was wir dort sehen. Aber man kann da sehr viel vortäuschen. Und wenn man jetzt noch weitergehen würde und sagen würde, man hätte eine noch sehr, 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 sehr weit fortgeschrittene Zivilisation, die da etwas macht, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo die alles vortäuschen könnte, bis hin zu wir leben in der Matrix und so weiter. Die andere Frage, die man sich dann aber stellen kann, ist das sinnvoll? Also und für wen wäre das sinnvoll? Warum sollte jemand das tun und macht es für mich einen Unterschied? Also wenn es tatsächlich eine dermaßen überlegene Zivilisation gäbe, dass sie gottgleiche Mächte hätte und auf allen Planeten, auf denen sich Leben entwickelt hat, ihre Spuren hinterlassen hat in einer konsistenten Art und Weise. Selbst wenn ich sagen, also erstmal wäre dann die Frage wirklich, was unterscheidet die von einem Gott? Aber selbst wenn ich zum Beispiel so ein Kriterium hätte wie Präexistenz, Postexistenz, diese ganzen Sachen, wenn wir dann davon ausgehen, dass das vielleicht nicht der Fall ist und es deswegen nach unserer eigenen Definition keine Gottheit ist. Aber wenn diese Zivilisation oder dieses Individuum dermaßen mächtig ist, dann tue ich vielleicht besser, was es sagt. Unabhängig, ob es jetzt meiner Definition von einem Gott entspricht oder nicht, weil es mir dann einfach unendlich überlegen wäre. Seismi möchte, dass ich das bekannt gebe, damit ihr das auch wisst. Mache ich. Also wenn das Ding erscheint, mache ich das natürlich bekannt. Das ist klar. Sensenbach fragt, ob es von mir ein Video zum Thema, wie man ein Exposé erstellt, gibt. Ja, glaube ich schon. Könnte aber sein, dass es auf meinem Bernard Craw-Kanal ist. Das kann ich aber mal gucken. Moment. Exposé, natürlich. So, also ich habe ein Video zum Thema Exposé gemacht. Ich poste mal den Link hier rein. Also es ist ein bisschen älter, aber denke, kann man was mit anfangen. Als ich Langeweile hatte, schuf ich Gott. Ist ein schöner Spruch von Mario Staas. Was mein Lieblingsspruch in dieser Richtung ist, ist so ein Graffiti. Da steht dann Gott ist tot als Zitat von Nietzsche. Und darunter steht dann Nietzsche ist tot als Zitat von Gott. Kann ich mich immer wieder drüber amüsieren. Andokan, was würde dich dazu bewegen, dir die Haare kurz schneiden zu lassen? Och, ich müsste Lust darauf haben. Ich hatte ja mal sehr, sehr kurze Haare. Also wenn ich jetzt ein Foto daraus suche, dann dauert das ewig, bis ich das rausgesucht habe. Aber ich hatte natürlich in der Bundeswehr sehr kurze Haare. Dann habe ich mir so ein, das ist natürlich ein Euphemismus, Langhaarschneider gekauft. Dieser Langhaarschneider hat dann dazu geführt, dass sämtliche Haare so auf 0,5 Zentimeter getrimmt waren. Und das habe ich eine ganze Weile beibehalten. Also es war am Anfang von meinem Studium, hatte ich auch noch sehr kurze Haare und dann irgendwann war das blöd auf Konzerten, wenn man dann headbangt und man hat kurze Haare, das ist halt alles nix. Also von daher
bin ich dann bei den langen Haaren geblieben. Außerdem sind die langen Haare in unserem Kulturkreis das Zeichen der freien Menschen. Das war nämlich schon bei den Germanen so, dass jemand, der in Schuldsklaverei verfallen war, dass der sich die Haare abschneiden musste. Das heißt, man hat an dem kurz geschnittenen Haar erkennen, dass man einem unfreien Menschen gegenüber stand. Und da ich ja ein freiheitsliebender Mensch bin, trage ich mit großem Genuss meine freifallenden langen Haare. So. Föhne ich meine Haare oder trage ich Privatzopf? Also ich habe normaler, also ich habe öfter mal so ein Haargummi drin, ne? Also ein Pferdeschwanz nennt man das, glaube ich. Dass ich mir wirklich einen Zopf flechte, das war nur, als ich eine Freundin hatte, die das unheimlich gerne gemacht hat. Die hat mir dann immer einen Zopf geflochten. Da hatte sie unheimlich Spaß dran, auch verschiedene Arten von Zöpfen. Das ist aber schon ein bisschen her. Und föhnen tue ich meine Haare praktisch nie. Also normalerweise lasse ich die an der Luft trocknen. Ich benutze auch ganz selten Shampoo. Will noch jemand irgendwelche Pflegetipps haben? Die Symbolik der langen Haare war ihnen so nicht bekannt. Doch, das ist aber tatsächlich so. Also aus der germanischen Kultur heraus war das so, dass man eben die Haare geschoren hat bei den unfreien Menschen. Ich glaube, ein Fragenpaar können wir noch machen. Wenn meine Software mitspielt und es einblendet. Was ist mein nutzlosestes Talent? Und welche fiktive Figur wäre im echten Leben maximal öde? Es ist übrigens mit diesen langen Haaren deswegen auch so, dass diese alten Könige, Chlodwig und so weiter, also diese ersten Könige aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, die werden auch immer dargestellt und auch immer beschrieben in den Texten mit ihrem schönen langen Haar, weil die halt nie ihr Haar schneiden mussten, weil sie nie unfrei waren. So, mein nutzlosestes Talent. Also ich war in der Schule immer gut in textiles Gestalten, also alles, was so mit so Handarbeiten zu tun hat, nähen, stopfen, solche Sachen sticken, das konnte ich immer sehr gut. Und das habe ich eine Zeit lang auch gemeinsam mit meiner Mutter genutzt. Die hat nämlich gerne Teppiche geknüpft und ich habe dann auch Teppiche geknüpft, also mit so einer Knüpfnadel, ja, und dann konnte man das da dann machen. Und da sagt Seismi natürlich, das sei nicht wirklich nutzlos. Wenn man es denn benutzen würde, wäre es auch nicht nutzlos. Vielleicht wäre tatsächlich richtiger, wenn ich sagen würde, es ist ungenutzt. Also ich habe hier jetzt noch in meiner Wohnung, weil meine Mutter ja verstorben ist, habe ich die geerbt, habe ich da also noch so einen Teppich liegen, den ich selbst zur Hälfte geknüpft habe. Das ist aber also Jahrzehnte her. Und ich benutze das also seitdem nicht mehr und von daher ist es derzeit ein ungenutztes und wenn man so will, ein momentan jedenfalls nutzloses Talent. Aber ich kann das ganz gut. Ein anderes, was glücklicherweise ich nie nutzen muss, was aber tatsächlich auch ein großes Talent von mir ist, ist Schießen. Liegt bei mir auch so in der Familie. Also mein Vater war Jäger und war auch im Schützenverein und ich war als Kind auch im Schützenverein. Und
Das benutze ich eigentlich nur noch, wenn ich auf der Kirmes bin. Und da kann ich dann also tatsächlich bei diesen Schießbuden, wenn diese Gewehre vernünftig eingeschossen sind und nicht auf 1 Meter schon mal um die Ecke schießen, kann ich da immer ganz gut abräumen, wenn ich da irgendwelche Rosen aus den Hülsen schieße oder irgendwelche Sternchen kaputt schieße oder sowas. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, in Moskau waren wir da gab es so ein Erbsengewehr. Und so eine Bude, da hat man nicht auf Sternchen geschossen, sondern auf Dosen. Und da standen so ungefähr 50 Dosen und ich hatte 50 Schuss und am Schluss standen die 50 Dosen dann nicht mehr und ich hatte einen riesen Teddy. Also das war schon ganz drollig. Okay, wir haben die 1,5 Stunden wieder rum. Da steht nutzlos und nicht langweiligstes Herbalium-Chorus. Na gut, tut mir ja sehr leid, aber ein spannendes und zugleich nutzloses Talent habe ich, glaube ich, wirklich nicht. Serenay fordert mich raus, wobei beim Schießen oder beim Knüpfen? Naja, schauen wir mal. Ich hoffe, wir müssen uns nicht duellieren. Also, jedenfalls vielen Dank für die Zusendung der Fragen. Wenn ihr selbst Fragen habt, andere als ich jetzt beantwortet habe, schickt sie mir gerne oder schreibt sie mir auf den Social Media. Bitte denkt daran. Kommenden Donnerstag hat der neue Dune-Film von Denis Villeneuve Premiere. Deswegen treffen wir uns am Donnerstag nicht. Aber wenn ihr mögt, am nächsten Montag und am Donnerstag danach spreche ich mit Guido M. Breuer über unsere gemeinsame dunkle Vergangenheit und über die Krimis, mit denen er sich sehr gut auskennt. Vielen Dank und auf Wiedersehen.